Popöchen. Popöchen. So, weiter geht's. Immer noch online bei GTA Online? Ja. Wer ist alles dabei? Wer ist alles dabei? Ich bin dabei. Ich bin auch dabei. Du bist auch dabei, das ist schön. Und ihr seid auch dabei. Und ein Lama ist auch dabei. Ja. Und bei mir steht zwar Serling 1979, aber das heißt eigentlich Björn vom LSNPD. Genau. Geht Björn auf meinen Serling. Kanal, dann seht ihr den Gewinner. Genau. Schon zweimal hintereinander hat er gewonnen. In der letzten Folge. Ja, Wahnsinn. Die anderen beiden mal vom Bärsklaufen. Wie man sieht, sind die anderen beiden da Pipi und Firefox hat noch keine Zugehörigkeit. Nö, ich bin ohne Zugehörigkeit. Was haben wir denn hier für schicke Autos jetzt bekommen? Das ist die kurze Frage. Ich weiß schon, welche ich nicht nehme. Oh ja. Ich weiß schon. Du auch? Aber welcher Farbe? Ja, bei mir bleibt nur eine Farbe übrig. Und zwar grün. Oh, ich habe auch grün. Echt? Na nicht, ja, dass wir uns verwechseln während des Fahrens. Nee. Das wäre ja richtig doof. Ja. Wie sollst du das denn klären? Oh, ist ja orange. Entschuldigung. Tja. Nein, nein. Ah doch, du hast grün, fährst vor mir. Ja. Grün fährt vor mir. Doch. Ich habe natürlich auch noch das praktischste Auto genommen. Das sagst du irgendwie immer. Ja, immer sagt er das, ja, immer. Ja, aber das passiert ja auch ständig. Guck mal, wie er mich abzieht hier. Ey! Ey, das ist doch nicht wahr. Jetzt, da fehlen mir echt die Worte, ja. Da fehlen mir echt die Worte. Nein, ich televisiere hinterher. Firefox, weißt du, welche das ist? Welche, die Worte? Die Runde hier, also die Strecke. Ist es die Strecke mit dem Flutschfinger? Das ist die Strecke mit dem, ja. Mit dem Flutschfinger? Ja. Oh, nein! Da wäre eine Erinnerung wart, ne? Ich bin tot. Verdammt. Wusch. Ah, jetzt fange ich von hinten an. Auch schön. Okay. Ja, wenigstens schafft man hier die Runde noch. Oh, bei mir ist ein Glas kaputt gegangen. Was? Oh. Was? Also vom Auto. Ein Weinglas. So, jetzt dachte ich gerade. Weinglas, ja. Ja. Du sollst beim Aufnehmen nicht saufen. Ja. Ich dachte beim GTA fahren. Ja, ja. Da darf man doch, oder? So. Ach, scheiße. Das haben wir, glaube ich, tatsächlich mal damals mit, ich glaube, San Andreas, als das frisch rauskam. War ich halt auch beim Kumpel auf dem Geburtstag und dann haben wir halt ordentlich einen gebechert und dann haben wir halt danach GTA gespielt. So, okay, jetzt weiß ich, warum ich mit Alkohol kein Auto fahren darf. Das lag aber nicht an GTA Andreas, oder? Ja. Aber da hast du dann mal so ein bisschen das Gefühl dafür gekriegt. So, jetzt habe ich. Und dann sagt man immer, in Computerspielen würde man nichts lernen. Richtig. Ja, ja, eben. Wow. Ich habe hier eigentlich irgendwie so einen Staubsauger. Der hört sich irgendwie so komisch an. Deiner auch, ja? Ja. So also bin ich eigentlich immer so weit abgeschlagen hinten. Das kann euch nicht angehen. Es ist alles eine Frage der Kondition. Firefox, ich glaube, das liegt daran, dass er noch nicht in der Pubertät war, unser Wagen. Der ist so neu auf dem Markt. Ja. Genau. Der hat noch nicht mal eine TÜV-Plakette. Genau. Nicht mal seinen Freischwimmer hat er. Ihr seid echt Kackwürste. Einfach mal so aus dem Nichts heraus, ihr seid Kackwürste. Welcher? Alle. Damit war nicht zu rechnen. Schinkenspicker oder was? So. Oh, was ist denn hier los? Wo? Oh. Ja, was hier wieder los böse ist. Enden wo denn? Hier ganz vorne. Ja. Also ich glaube, ich muss beim Saboteur, den ich gerade hochlade, muss ich die Musik abschalten. Gleichwerbung. Ja, da ist echt jede Folge was drin. Gleichwerbung. Eine Überraschung. Ich nehme jetzt mal die andere Strecke. Aber ich habe, sagen wir mal so, die falsche Version bei Origin gekauft. Wie, welche? Die mit... Mit wichtigen Hakenkreuzen? Mit Dingen. Mit den Möpsen? Nee, ja. Also die hast du ja sowieso immer. Ja.
Ich dachte, das kann man separat einstellen. Ja, das kannst du separat einstellen. Ja. Hm? Aber wieso? Die Symbole darfst du ja nicht. Wie geht denn das? Also ich habe. Ich habe nicht. Was das gibt Origin so raus? Das gibt Origin so raus? Du kannst es ganz normal kaufen. Darf ich das überhaupt erzählen? Ja. Ja, ich habe meins. Ist ja offiziell zu. Ja. Also ich könnte ja auch sein, dass Leute aus Österreich zuschauen. Genau. Also ich habe das ja dann nicht relevant. Also ich habe meinen Key über Amazon gekauft. Ja. Für 2 Euro krumme. Genau. Und habe dafür dann den normalen Deutsch-Key gekriegt. Seltsamerweise. Und beim Aktivieren hat er dich gefragt, welche Sprache du haben möchtest. Ach so, und da habe ich Deutsch ausgewählt. Ja, genau. Und wenn du Englisch auswählst, dann kriegst du trotzdem deutsche Sprachausgabe. Ah ja, aber dann die aber, Symbolik entspricht, ja. Halt Texture Pack. Ach du Gott, ja. Der, das heißt, das darfst du nicht veröffentlichen. Nee, genau. Ich habe es aber schon zu Ende gespielt und das lohnt sich. Ja, ja, also, ich bin da fleißig ich bei. Davor nichts davon gehört habe. Weiß nicht, wie das an mir vorbeigegangen ist, aber hat es richtig Spaß gemacht. Hat's also ja gelohnt. Also wie gesagt, ich hab's dir auch geschrieben. Ich bin damals halt nur drauf aufmerksam geworden, weil ich halt gelesen habe damals im Test in der PC Games oder so, als es rauskam oder als es kurz vorm Rauskommen war, dass halt der erste Level oder einer der ersten Level halt in Saarbrücken spielt. Und ich meinte, ach ja. Cool, endlich mal ein Spiel, das im Saarland anfängt. Ja, da hat's ja gelohnt, dass ich dann angefangen habe. Genau. Von wegen, dass das nochmal auf den Tisch kommt. Weil ich kannte das vorher auch nicht. Wo bin ich denn drüber gestolpert, ehrlich gesagt? Ach so, weil ich nach Open-World-Spielen gesucht habe. Wirklich, ja. Mhm. Weil ich ja Fallout 4 ja aktuell pausiere, wegen Warten auf letzte DLC. Ja, ist ja nicht mehr lang. Und ich nicht diese ganzen kleinen Sachen da zeigen will. Die spiele ich lieber so. Mhm. Und da habe ich dann geguckt, was könnte man denn noch machen? Und es sind andere Spiele auch Multiplayer-fähig vielleicht oder nicht? Na, wie auch immer. Und da bin ich dann, Saboteur? Kenne ich nicht. Nie gesehen. Was ist das? Und dann bin ich natürlich noch gleich in die erste Falle getreten, dass ich das bei mir nicht starten kann, das Spiel. Weil ich 12 CPUs habe. Also sprich 6 plus HT. Und ich muss effektiv wirklich neu starten, mein System, und vorher beim Boot auf 8 CPUs limitieren. Mhm. Und dann kann ich spielen. Das ist doch sehr komisch. Ja, nee, ja gut, das hatte ich bei Fallout 3 aber auch. Ich musste da auch das auf 2 CPUs limitieren. Also das, weil das mit 4 Kernen nicht zurechtgekommen ist. Weil das Problem sind die Hyperthreading-Geschichten. Ansonsten würde es super laufen, also fast jedes Spiel, aber durch die Hyperthreading-Geschichten knallt da natürlich etwas rein, was nicht rein darf. Das, was ich aber richtig scheiße finde an diesem Spiel, also nicht an dem Spiel selber, sondern ist, dass EA das völlig scheißegal ist und da nichts patcht. Wir haben das Studio geschlossen, nachdem es veröffentlicht wurde, dann kamen bloß ein paar Notfixes und das war's. Ja, so ging's mir jetzt mit L.A. Noire. Das wollte ich ja auch eigentlich jetzt mal nochmal machen und hab dann festgestellt, unter Windows 10 läuft's nicht mehr. Echt nicht? Ja. Ich wollte es jetzt eigentlich installieren. Hab ich doch sogar schon. Muss ich mal nachher starten. Also ich glaube, bei Windows 8 gab es schon Probleme und unter Windows 10 läuft es halt gar nicht mehr. Okay. Da hatte ich mir auch extra dieses, diesen Dings geholt, den Steam Achievement Manager, um halt meine Errungenschaften zurückzusetzen, dass ich halt quasi fürs Let's Play dann nochmal die ganzen Errungenschaften mitnehme. Ja. Und hab dann festgestellt, ist nicht. Okay. Das Leben ist manchmal echt hart. Ja. Und ungerecht. Also da muss ich nachher mal wirklich gucken, ob ich das starten oder nicht starten kann. Guck mal, wie gesagt, bei mir geht's nicht. Ich habe dann gegoogelt und habe dann auch im offiziellen Rockstar-Forum stand halt drin, ja, ist nicht. Mhm. Auch selbst mit Kompatibilitätsmodus geht's nicht. Wenn du den auf Windows 7 oder so stellst. Das ist natürlich kacke. Ja. Okay. Nee, probiere ich mal. Also, aber das macht Rockstar auch nicht mehr, ein Patch oder sonst was. Nö, scheinbar nicht. Wann kam das raus? 2011? Plus, ja, minus? Deswegen hätte ich noch erwartet so. Und ich meine, so unbeliebt ist es ja auch nicht. Nö. Vor allem sieht es ja noch heute richtig gut aus. Ja, ja. Selbst Saboteur für 2009 sieht eigentlich noch richtig gut aus. Und das stimmt, ja. Das stimmt wirklich, ja. Aber was extrem gut gealtert ist, ist halt Vampire Bloodlines. Ja. Und halt GTA, nicht GTA, Half-Life 2. Ja.
Ja, aber bei Half-Life, liegt es ja auch daran, dass die, die Engine dahinter immer noch weiter gepflegt wird, ja? Ja. Die Source. Ja, boah, nein! Ja, aber ich meine von den Texturen und so, das ist halt. Also, dass wenn du mit 1440p spielst, ist das Wahnsinn, finde ich. Ja. Also, denkt man gar nicht. Oh, jetzt muss ich die alle einholen, das kann doch nicht sein. Ja, das kann. Alle einholen oder allein holen? Allein holen. Nein. Oh, Mist. Ja. Das war zu rollig ja, gerade. Wie gesagt, der Rest ist Source Engine und tschüss. Und, und die, da sieht auch Left 4 Dead heute noch richtig gut aus. Ja. Ja, das stimmt. Wobei ich da diesen Grain-Modus abschalten musste. Der hat die Videoqualität derartig nach unten gezogen. Ja, ja. Das also ist ganz schlimm. Das war nur ein Brei-Matsch-Schnarrer. Oh, die fliegen alle über mir rüber. Überflieger, ne? Ja, aber ich, Überflieger. Wie kann man, ich muss das mal gucken, wie man das mit dem Gamepad macht, dass man in der Luft das Auto steuern kann. Oder halt zumindest die Kamera-Dings-Taste. Das kannst du mit der Dings machen, mit dem linken Stick. Ja, okay. Muss man rumprobieren. Und so ein eigentlich loslassen am besten. Mhm. Und dann vielleicht ein bisschen nach hinten ziehen, weil du kopflastig bist, ne? So wusste der Prayman eigentlich. Immer noch unterwegs. Der ist hinter mir. Weit, weit hinter dir. Ja, genau, das bringt ja Junger Mann, lassen Sie mich mal hier langfahren. Ja, lasse ich. Oh, die Dinger hier unten. Ja. Das wird hier noch mein Tod. Oh, Gott, sag mal, ich habe jetzt gerade. Nein! Ah, das ist Musik in meinen Ohren. Ah, da war das chemische und chemische Lachen. Mann. Alter, das ist ja heftig. Was? Na, ihr werdet sehen. Ja, das ist wirklich mal heftig. Wer ist eigentlich Erster im Moment? Lama wahrscheinlich. Das ist ein Computerfehler. Ja, ja. Wie damals mit Cupcake. Fehler in der Matrix, ja. Ja. So wie damals bei Gandhi mit Civilization. Der war ja so, der ist so friedliebend. Ja, dass er Kriege geführt hat. Nee, das war das Problem, dass er irgendwo, ich glaube, bei 1 den Wert hatte und wenn er dann weiter gefallen ist, ist er auf 255 gefallen. Also auf minus 255. Und dann war natürlich alles immer sofort Krieg, ne? Ja. Und das haben sie beibehalten. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ah, ich muss das mit dem Fliegen echt noch ein bisschen üben hier. Das will noch nicht so ganz. I believe I can fly. I believe I can touch genau. the sky. Touch the Gamepad. Genau. Ja, touch my Gamepad. Das klingt ein bisschen falsch. the dirty Gamepad. Von irgendwas müssen Gamer ja auch träumen. Eben. Genau. Und wenn es von dreckigen Gamepads ist. Touch meine Rumble-Funktion. Genau. Ich habe die Vibrationsfunktion angemacht. Deswegen ist der Vibrationsalarm auch so berühmt geworden, ja? Genau. Ach, leck mich doch! Nein! Leck mich doch! Ist der Drama gefallen oder was? Doch! Ja, Drama ist gerade überholt worden. Einfach mal so. Einfach mal so. In der Kurve. In der Kurve. An ihm vorbeigedriftet. Kannst du nicht bringen, sowas. Doch, bei mir könnt ihr die Wahrheit sehen. Aber was dann passiert ist. Ihr werdet nicht glauben, was dann passiert ist. Hashtag Prank. Genau. Das wär auch schöner vollen Titel. Lama war Erster. Ihr werdet aber nicht glauben, was dann passiert ist. Ach ja, das schöne Clickbaiting. Danke. Ach, jetzt leck mich doch! Nein! Auch ein schöner Folgentitel? Ja, aber so würde ja jede Folge mit Drama heißen. Genau. Bei Gronkh ist es meiner Meinung nach richtig schlimm geworden in letzter Zeit. Ja, das stimmt. Nur noch Clickbaiting-Titel und Thumbnails. Aber ich mein, Thumbnails mache ich auch immer.
Wobei, das ist bei Dead by Daylight, was willst du da anderes rausholen? Ja, oder ja, gut, das stimmt. Plus, klar, es stimmt schon, aber trotzdem. Ich mein, also, ich sag mal, insofern... Dafür, dass er immer so Mr. Ich kritisiere das alles gewesen ist und jetzt dann selbst so eine Scheiße abziehen, ist schon echt assig. Naja, es ist ja so, wie PewDiePie gesagt hat, ne? Ja, am Ende musst du es machen, sonst gehst du unter, oder? Ja, genau. Ja, es ist schon traurig. Deswegen... Ja, und Grund, ich denke, er hat entdeckt, dass er halt so langsam wahrscheinlich auf dem absteigenden Ast ist. Wenn der absteigende Ast ist noch nicht bei ihm gemeint. Guck dir mal an, wie viele Abonnenten und wie wenig Klicks teilweise nur noch. Gibt dir genügend, da kommt er noch nicht mehr über 100.000 drauf. Ja. Das ist schon heftig. Ja gut, ist halt, wie gesagt, verkommt er jetzt so ein bisschen zum RTL. Wobei der moralische Aspekt immer noch vernünftig ist bei ihm. Ja, nicht Gronkh, ich meine YouTube allgemein. Ach so, ja. Dass du halt mittlerweile niveaulose Scheiße machen musst, um Klicks zu kriegen. Oder halt um viel Klicks zu kriegen. Ich meine, Klicks kriegst du ja so oder so. Aber das halt dieses, ja. Nee, Klicks kriegst du nicht so oder so. Es gibt 600 Videos auf meinem Kanal, die das Gegenteil sagen. Und die anderen kennen Klicks auch nur vom Hörensagen. Genau. Die armen Videos. Ja. Wo bin ich jetzt drüber gestolpert? Über die 1700 Videogrenze. Weit drüber jetzt. Und man merkt's ja. Ja. Ja, bei mir sind es, glaube ich, jetzt 3700 irgendwas. Aber man darf nicht vergessen, die Leute gucken dann lieber irgendwelche, also jetzt nicht falsch verstehen, irgendwelche russischen Amateur-Komik-Videos. Wie sie sich den Schädel einhauen, im besoffenen Zustand oder irgendwie besoffen wie mit Kameras. Das? Ich gleich mal aufschlagen. Ja? Was? Komm. Ja, das, was du meintest, was man sich anguckt. Mit russischen Betrunkenen, die sich verprügeln, wie heißt das? Na, ich kenne nicht, wir wissen nicht, wie das so im Allgemeinen heißt. Aber das so sind danach immer die Videovorschläge, die dann kommen. Ja. Läuft, ne? Ja, läuft. Landgraben 3? Wollen wir links? Nee, Folge nicht links. Nee, ach, die eine schaffen wir hier noch. Einer geht noch, einer geht noch. Weil Preyman, der kommt ja nicht. Der ist ja nur. Der ist ja nur. Der will nicht spielen. Der will doch nicht spielen. Uhu. Weil ich auch nicht mehr so lang kann, ey. Oh. Wieso? Die Kartoffel. Hat man so einen teuren Stuhl oder? Und dann ist der in der Erwartung und dann tut einem der Po wie, wenn man auf so einem Gammelstuhl sitzt. Das ist ein Stuhl. Ja, jetzt mal ganz ehrlich. Egal, ob du Blattgold ist oder nicht. Güldener Stuhl. Ja. Und dann drückst du trotzdem die Spülung. Soll ich euch mal meinen Stuhl zeigen? Ja, dann drückst du trotzdem die Spülung. Ihr seid trotzdem Idioten. Aber dafür ist es wert. Denn wir sind immer gleich Idioten beim Drama, ne? Ja. Das ist doch nicht nett. Nee. Das musst du halt im Verhältnis sehen. Bist du denn nett? Ja, Drama nicht, ne? In die Falle ist er reingelaufen. Ihr werdet nicht glauben, was dann passiert ist. Genau. Drama ist in die Falle reingelaufen. Wie er da wieder rauskommt, sehe ich hier. So. Wie man sich ein Drama fängt. Roter Kreis, roter Pfeil. Genau. Na, mal gucken, ob das jetzt was wird. Was ist das denn? Die Twin Towers oder wie? Ja. Two Worlds von Unreal Tournament. Genau. Nee, Facing World heißt die ja. Two Worlds ist was anderes. Ja, Facing genau. Worlds ist... Two Worlds, One Cup. Also sowas müsste man eigentlich normal spielen. Richtig das alte Unreal Tournament oder 2003 noch rausholen. Okay, ja, gerne. Wie gesagt, Rammstein hat das neulich mal gemacht. Da hatte ich auch mal überlegt, dass man vielleicht mal wieder... Da Duell machen. Aber da hast du halt wirklich dann die Typen, die da abgehen, die gehen halt richtig ab. Ja, gut, okay. Also die es jetzt noch spielen, die können es halt. Boah. Jörn, ja? Hast du einen Unfall gebaut? Nein. Ich bin nur aufgehalten worden. Da kommt was geflogen. Ein Fluglama. Yay. Nicht mehr lange. Ich brauche immer, glaube ich, so ein bisschen Zeit, um mich wieder einzugewöhnen. Richtig, und dann musst du es doch gleich wieder beenden, wenn du gewonnen hast. Ich komme mit dem Motorrad komme ich halt deutlich besser zu. Ja, ich auch. Aber das lässt sich halt auch besser fahren. Tschüss. Alter Falter. Alter Vater. Ja, ich glaube, beim Motorrad hat Björn auch das letzte Mal so ein bisschen Probleme gehabt, ne? Nein. Nein. Kann denn Björn, unser Fahrergott, Probleme haben? Oh oh. Das könnte knapp werden. Ach so, geht noch weiter. Wollte gerade schon zurücksetzen. Ich dachte, da unten wäre dann gähnende Leere.
Ja, das wäre fies gewesen. Ja. Wow. Wow. Eine persönliche Bestleistung. Wow. Hast du fein gemacht. Dankeschön. Ja, hast du mal eine Runde beendet, oder was? Ja. Ach, leck mich doch. Errungenschaft freigeschaltet. Drama hat eine Runde beendet. Sie waren so nett, Drama mal eine Runde fahren zu lassen. Einen fahren zu lassen, ja. Genau, einen fahren zu lassen. So, wer ist denn das da hinten? Wo? Ich kann das gar nicht erkennen, aber der kommt Brille auf jeden Fall immer dichter. Brille aufsetzen. Wow. Nee, nicht, selbst mit Brille ist das schwer. Kommen da jetzt in so ein Alter? Ja. Naja, kann ich verstehen. Da will er nicht mehr so stehen, oder was? Nee. Okay. Aber dafür gibt es ja die Küchenplatte. Die Marmorplatte. Was? Ja, wieso? Da kriegst du auch Sahne steif geschlagen und stehen gelassen. Okay. Deswegen, oh also. Gott. Ah, okay, gut, alles klar. Oh mein Gott. Da geht es beim Papa hoch. Mit Sicherheit. Ich weiß nicht, das ist aber dann schon so Steifschlagen, schon ein bisschen so BSDM, oder? Jemals jemand behaupten würde, ich sei schlimm, ne? Ja, sage ich dann einfach all diese Folgen hier. Das sind mal die schlimmsten Mitschnitte. Nein, ist doch alles in Ordnung. Läuft. Letztens haben wir auch nur über Eis gesprochen, also. Das heißt nicht die schlimmsten Mitschnitte, sondern das heißt die schlimmsten Mitschnitte. Also Milchschnitte. Genau, Milchschnitte, ne? Die schlimmste Milchschnitte. Ach, ich bin noch Zweiter geworden? Das ist ja cool. Die billigsten Witze, ey. Wieso bin ich denn Zweiter geworden? Ich war doch auf dem dritten Platz. Nee, du warst auf dem zweiten. Was? Ich war auf dem dritten. Echt? Ja, ja. Was? Wie geht das denn? Ja. Der popelt auch noch. Und mit diesen Bildern, jetzt muss ich das erstmal abkratzen vom Bildschirm. Das wäre natürlich noch cool, wenn das dann aber landen würde. Ja, ich glaube, ich mache lieber ein Folgenpäuschen hier. So. Der Popel muss weg. Dann mach du mal, ne? Genau. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.